Danke, dass ich heute die Möglichkeit habe, ein paar Gedanken zu Weihnachten zu sagen. Mir ist immer ein Anliegen, bei einem Fest die tiefere Dimension in den Blick zu nehmen, was wir eigentlich feiern oder was ich eigentlich feiere. An Weihnachten feiern wir Geburtstag. Ich feiere nicht meinen Geburtstag, sondern den Geburtstag von Jesus. Und was hat das jetzt mit diesem Bild hier zu tun? Wenn ich male, dann ist es nicht so, dass ich einen Gedanken im Kopf habe und den möchte ich jetzt unbedingt verwirklichen, so wie wenn ich etwas planen würde, sondern bei mir ist es so, dass mir innere Impulse geschenkt werden und ich bin dann Werkzeug für eine innere Inspiration, die dann Farbe bekommt. Und so ähnlich ist es auch mit Weihnachten. Zu Weihnachten haben ein Mann und eine Frau, in dem Fall Maria und Josef, sich unabhängig voneinander auf eine innere göttliche Inspiration, auf einen inneren göttlichen Anruf eingelassen. Sie haben beide voneinander unabhängig Ja gesagt zu Gottes Willen. Und das Interessante ist, wenn man dann hier dieses Bild anschaut, ich habe das Inkarnation genannt, weil ich lasse das Bild dann immer, wenn es fertig ist, zu mir sprechen, was es mir sagen möchte. In dem Sinn Inkarnation, Gott, Gottes Gedanke, Gottes Logos, Gottes Wort wird Fleisch. Er kann sich nur dort inkarnieren und Fleisch werden, wo Menschen mit ihrem Herzen Ja sagen zu seinen Plänen. Und um das in die heutige Sprache vielleicht auch zu übersetzen, damals vor 2000 Jahren war es sozusagen ein gewisser Slot. Der richtige Zeitpunkt, der richtige Kairos, wo alles zusammengepasst hat, dass Gott zur Welt kommen konnte. Und zwar mit dem Namen Jesus. Und dieser Name bedeutet, Gott heilt, Gott rettet. In diesem kleinen Kind, das sich uns Menschen anvertraut, vertraut sich Gott uns an. In Jesus Christus ist das Heil, die Rettung, die Liebe, der Friede, der Trost zu uns gekommen, hat Hand und Fuß bekommen. Sozusagen der, der Geburtstag feiert oder dessen Geburtstag wir feiern, ist das Geschenk an uns. Und es liegt an uns, ob wir dieses Geschenk annehmen und aus diesem Geschenk auch leben, indem wir Heil den Menschen schenken, indem wir in innerer Verbindung mit Jesus Christus zu Friedensbringerinnen werden, indem wir andere trösten, indem wir anderen liebend, voll Liebe entgegenkommen und mit ihnen liebevoll umgehen. Ja, dieses Geburtstagskind, dieser Jesus Christus, ist das Geschenk an die Welt. Und jeder Mensch, der sich einlässt auf ihn, in inniger Beziehung ist mit ihm, wird dieses Geburtstagsgeschenk ganz persönlich für sich entdecken können und daraus leben und anderen auch Leben weitergeben können.